sondern wir können hier nicht einfach sein. Also, wir können ja nicht mal zusperren. Was muss denn da jemand reinkommen? Das ist doch gerade der. Hier gibt's nicht mal, ein Bett. Ich hab dich so vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Wow, langsam. Wir machen das Beste aus unserer Lage. Das Beste? Ja, wir hatten doch immer viel Spaß miteinander. Soll ich mich für die Hochzeitsnacht aufspannen? Glaubst du, ich habe Lust auf dich und deine Spielchen? Geh ins Gästezimmer und zieh dir sofort was an. Du kannst mich nicht heiraten. Natürlich kannst du. Wir gehen hier raus, wir fahren zum Standesamt und sagen ja, ganz einfach. Rosalie, ich kann dich nicht heiraten, weil ich nicht will. Es wird keine Hochzeit geben. Emma ist die Frau, die ich liebe. Emma ist die Frau, mit der ich mein Leben verbringen will. Emma! Emma, warte. Ich bin so froh, dass ich dich sehe. Fass mich nicht an. Was willst du? Mich bei dir entschuldigen. Für alles, was passiert ist, das tut mir echt so leid. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Bitte, Emma, wir sind doch Schwestern. Wir haben immer zusammengehalten, auch wenn dein Vater mich nicht mochte. Fang nicht wieder mit den alten Geschichten an. Du hast mir damit oft genug ein schlechtes Gewissen gemacht. Und ich kann heute selbst nicht mehr begreifen, wie ich so lange so blind sein konnte. Du hast mich immer nur belogen, benutzt und betrogen, wie es dir gerade in den Kram gepasst hat. Nein, ich war doch für dich da, wenn du mich gebraucht hast. Du hast doch immer nur an dich und an deinen Vorteil gedacht. Ich habe an uns gedacht und an unsere Firma. Du versuchst wirklich immer, alle Menschen zu manipulieren. Ich glaube, du hast kein Herz, Rosalie. Wie kannst du denn sowas sagen? Weißt du, wie weh das tut? So kenne ich dich ja gar nicht. Bitte, Emma, gib mir eine letzte Chance. Das bist du mir schuldig. Ich bin dir gar nichts schuldig. Und ich will auch nie mehr wieder was mit dir zu tun haben. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Kein bisschen. Ich habe Sie gar nicht kommen sehen. Ich will Sie auch gar nicht lange von Ihrem Training abhalten. Ich wollte nur fragen, ob Sie mir vielleicht für 1-2 Stunden Ihr Auto ausleihen könnten. Machen Sie einen Ausflug? Sie können mich auch direkt fragen, ob ich Zeit für Sie habe. Ich habe meiner Freundin Emma versprochen, ihre Dirndl zurück zu ihr nach Hause zu bringen nach der Modenschau. Ist es denn so eilig? Naja, im Fürstenhof können Sie nicht bleiben. Der Raum, der wird wieder gebraucht und... Unser Auto ist in der Werkstatt und ich weiß im Moment nicht, wen ich sonst fragen könnte. Ich störe Sie doch. Ganz im Gegenteil. Sie bringen mir Glück. Seit Sie da sind, habe ich schon 2-mal ins Gold getroffen. Können Sie Ihrer Glücksfee denn bei Ihrem Problem helfen? Glauben Sie mir, nichts würde ich lieber tun als das. Aber ich habe kein Auto. Emma, warte. Behandle mich bitte nicht wie Luft. Schrei mich lieber an. Ich kann verstehen, dass du wütend auf mich bist. Weißt du eigentlich, was du mir angetan hast? Warum? Nur weil wir beide nicht glücklich miteinander werden konnten? Es ging um meine Mutter. Als Rosalie mir Geld für einen guten Anwalt angeboten hat, wenn ich schweige... Da war ich dir egal? Nein. Du warst mir nie egal.
Ich habe mich von Rosalie bestechen lassen. Und dafür schäme ich mich. Hey! Psst! Vielleicht bin ich ja nicht ganz unschuldig an der Situation. Du kannst doch nichts dafür. Ich habe dir sehr wehgetan, Ben. Ich werde mir das trotzdem nie verzeihen. Immerhin hast du uns jetzt ja noch die Wahrheit gesagt. Der Hund ist weg. Ich muss den Köter suchen. Ja, ich würde dir gerne helfen, aber ich muss dringend noch was erledigen. Viel Glück. Ja, ich schaff das schon. Mozart! Mozart! Emma Strobel? Guten Tag. Okay, worum geht es genau, Herr Thyreuth? Ich habe eine Idee. Wir bringen die Kleider mit einem Rad und einem Anhänger zu Ihnen nach Hause. Haben Sie so ein Ding? Ich habe ein Fahrrad, ja. Und einen Anhänger können wir uns sicherlich bei einem Bauer leihen. Super. Gestern war Mist und Heu drin und heute Emmas Dirndl. Ja. Dann gehen wir einfach zu Fuß. Sie zwei Dirndl, ich zwei Dirndl. Mhm. Und bis Mitternacht sind wir fertig. Hatten Sie denn was anderes vor? Sie sind vielleicht ein guter Bogenschütze, aber mir keine große Hilfe. Ich weiß, dass ich Ihnen keine große Hilfe bin, aber Sie mir dafür umso mehr. Mit Ihnen an meiner Seite treffe ich jedes Mal ins Gold. Ihre Glücksfee muss jetzt leider weiter. Nein, warten Sie. Sehen Sie. Ohne Sie ist alles vorbei. Gerade noch ein Held, jetzt ein Versager. Ohne Sie werde ich nie mehr wieder ins Gold treffen. Das schränkt Ihre Möglichkeiten aber ganz schön ein. Nicht unbedingt. Sie müssten mich einfach nur auf jedes kommende Turnier begleiten. Und wie es der Zufall will, steht auch gerade ein wichtiges Qualifikationsturnier an. Da brauche ich Sie. Dringend. Geht leider nicht. Ich lade Sie ein. Ich habe keine Zeit. Das wissen Sie jetzt schon. Ja. Es ist manchmal schwer zu unterscheiden, welche Frauen uns nur gefallen und welche uns wirklich gut tun. Ja, du musst es ja wissen, Werner. Ich denke, es war die richtige Entscheidung, sich von Frau Engel zu trennen. Weißt du, ich sag dir, mit Emma, da steht mir die Welt offen. Du denkst also immer noch über einen Neuanfang nach? Ich hab noch überhaupt nichts nachgedacht. Ich bin noch nicht mal dazugekommen, mit Emma darüber zu sprechen. Ich möchte für unser Hotel Planungssicherheit. Du verstehst sicher, dass ich die Zukunft des Fürstenhofs nicht dem Zufall überlassen kann. Stell dir vor, was passiert ist, das glaubst du nicht. Herr Thyreuth, der Chefeinkäufer von dem großen Modehaus, der da auf der Modenschau so begeistert von meinen Dirnen war, der will für alle Filialen in Deutschland und in Österreich 5 meiner Modelle in die Kollektion aufnehmen. 5 deiner Modelle? Ja. Ich hab's dir gesagt, und das ist nur der Anfang. Jetzt geht's richtig los. Ja. Hallo Felix, hörst du mich? Felix, das habe ich alles nur dir zu verdanken. Nein. Du hast mir das Geld geliehen und du hast immer an mich geglaubt. Du hast es deinem Talent zu verdanken. Oh ja. Oh ja. Felix! Felix, was soll der Blödsinn?